Pforzheim wordt ook wel de Gouden Stad genoemd, vanwege de florerende sieraden- en uurwerkindustrie. En hoewel je in het Schmuckmuseum prachtige juwelen kunt bewonderen, geeft het Technisches Museum juist inzicht in het vakmanschap erachter. Kijk je mee met onze local? Mijn naam is Michael Voort. Ik wurde hier in Pforzheim geboren en ben 63 jaar oud. Ik ben gelernter Juwelengoldschmied en Schmuckdesigner. Der Spitzname Goldstadt Pforzheim hat seinen Ursprung da hier in den 70er Jahren 90% des Schmucks überhaupt weltweit hier in Pforzheim produziert wurde. Wir befinden uns jetzt hier im Technischen Museum. Wir haben hier die Möglichkeit, uralte Techniken der Schmuck- und Uhrenindustrie den Besuchern nahezubringen. An verschiedenen älteren Maschinen, die sich hier im Museum befinden, zeige ich den Besuchern, wie so ein Schmuckstück entstehen kann. Es sind hier Mitarbeiter zum Anfassen, sie sind lebendig und es bewegt und tut sich sehr viel hier. Ein Living Museum. Als Startpunkt hier in Pforzheim würde ich empfehlen, auf jeden Fall das Schmuckmuseum zu besuchen und selbstverständlich das Technische Museum. Die Schlosskirche ist die zweitälteste Kirche in Pforzheim und noch sehr, sehr gut erhalten ist. Sie wirkt wie eine kleine Kathedrale. Ich möchte Pforzheim so beschreiben, dass es eine Schönheit auf den zweiten Blick ist und ein Goldstück versteckt zwischen drei Flüssen. Mein Interesse an dieser Schmuckindustrie ist schon die Voraussetzung für meinen Beruf gegeben. Ich liebe Schmuck und liebe Uhren und deshalb arbeite ich hier. Pforzheim wordt door de ligging ook wel gezien als één van de toegangspoorten tot het Zwarte Woud. En dat de stad enorm groen is en nog meer interessante bewoners heeft, laat deze local maar al te graag zien. Hallo zusammen, ich bin der David Schmidt. Ich arbeite hier im Wildpark Pforzheim als Tierpfleger. Ich bin 24 Jahre alt und wohne seit 4 Jahren in Pforzheim. Meine Hauptaufgaben sind natürlich, mich hier um die ganzen Tiere zu kümmern, die man sehen kann. Wir haben hier bei uns im Wildpark ca. 350 Tiere in 50 verschiedenen Arten. Alles vertreten, was man sich so vorstellen kann, hauptsächlich einheimische Tiere, die es hier in Deutschland oder in der Umgebung gibt. Von Vögeln bis Katzen, alles dabei, viele, viele Hirsche, Ziegen, alles vorhanden. 24/7 geöffnet, keine genauen Öffnungszeiten. Theoretisch kann man auch will nachts mal eine Runde durchlaufen. Wir haben ein tolles Füttersystem, eine sogenannte Futterampel. Tiere, die ein grünes Schild am Gehege haben, dürfen mit unserem Futter gefüttert werden. Zudem kostet der Park keinen Eintritt und ist deswegen gratis für jeden, der vorbeikommt. Das Schöne ist eigentlich, dass dieser Park die Stadt, finde ich, in vielerlei Hinsicht aufwertet und jedem Bewohner eine tolle Möglichkeit gibt, sich hier günstig und schnell erholen zu können. Klettergarten, den man besuchen kann, alles dabei, was das Herz begehrt. Also wenn man den Wildpark hier in Pforzheim schon gesehen hat, sollte man sich auf jeden Fall den Gasometer angucken mit dem Great Barrier Reef. 360 Grad Panorama, sehr, sehr schön. Ich freue mich auf die weiteren Ausstellungen, die da noch kommen werden. Zudem finde ich, dass wir auch sehr viele leckere Restaurants haben. Ich gehe sehr gerne essen. Auch da gibt es viele tolle Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Kupferhammer und den Platzhirsch. Das mag ich sehr. Es wird nicht langweilig, wenn man Pforzheim besucht.